Am Donnerstag wurde das Todesurteil gegen Teresa Lewis vollstreckt. Die 41-Jährige starb im Greensville-Gefängnis in Virginia durch die Giftspritze. Zum ersten Mal seit fast einem Jahrhundert wurde in dem US-Bundesstaat eine Frau hingerichtet. Die Exekution von Teresa Lewis wurde wie vom Gesetz vorgeschrieben ausgeführt, sagt der Beauftragte für den Strafvollzug in Virginia, Larry Traylor. Der Tod wurde um 21.13 Uhr Ortszeit festgestellt. Es gab keine Komplikationen. Frau Lewis' letzte Worte waren: Ich möchte, dass Kathy weiß, dass ich sie liebe und dass es mir leid tut. Lewis war wegen Mordes an ihrem Ehemann und ihrem Stiefsohn verurteilt worden. Sie hatte 2002 zwei Männer mit der Tat beauftragt. Die beiden wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Fernsehjournalistin Katie Beck wurde Zeugin der Hinrichtung. Sie sah ziemlich verängstigt und ein bisschen nervös aus. Sie wirkte klar im Kopf, sie sah jeden im Raum an. Sie sah auf jeden Fall verängstigt aus. Lewis' Anwalt Jim Rocap nannte die Hinrichtung einen tragischen Verlust für Lewis' Familie, ihre Freunde und ihre zahlreichen Unterstützer in den USA und rund um die Welt. Der oberste Gerichtshof der USA hatte am Dienstag einen Einspruch gegen die Hinrichtung abgewiesen.